Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks. Unterwegs mit dem zweiten Testpanzer, sag ich mal. Noch die Scheißseite. Boah. Ja, der D-Max. Neben den Kanonenjagdpanzer kann man mit dem Care-Package auch den D-Max testen. Beziehungsweise Dicker Max heißt er ja. Ich nenne ihn gern D-Max. Ist ein 6er Premium Waffenträger. Ich denke mal, ich werde ihn ein, zwei Mal fahren und dann war es das auch, weil der D-Max ist quasi baugleich oder ähnlich gebaut wie der Nashorn, der Sture Emil, und mit beiden Panzern bin ich nicht wirklich klargekommen. Da ist immer eine leichte Probleme mit. Ich glaube, am schlimmsten war die Badewanne. Oh, das Ding war einfach grauenhaft. Spaßfaktor gleich Hämorrhoiden durch Fußpilz. Deswegen denke ich mal, ich werde mit dem Panzer nicht allzu oft spielen. Der Vorteil ist, ich habe hier meinen Kommandanten reingeknorkelt vom Waffenträger, genau. Vom Jagdtiger. KV1, wo fährst du hin? Das ist nicht deine Position, Böhle. Ja, das wird's aber. Ja, ein weiterer Nachteil vom D-Max ist halt, er ist Bockwurst langsam. Bob. Der ging voll durch ihre Panzer. Na, KV2, komm. Komm schon, Henriette, trau dich. Wir werden ganz dicke Freunde. Du und ich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Aber, ey, der arme Schwede dort in der Ecke, der da steht. Oh, ey. Du bist doch auch so ein Kartoffelsalat-Esser. Am besten warm Kartoffelsalat. Ja, ist okay. Fuck. Nee, bitte. Den musst du wegholen. So, das Hauptproblem ist halt mit dem schweren Ding. Es hat keine Rüstung, es hat keine Panzerung. Ich traue mich da nicht wirklich vor mit dem Panzer. So generell kennt man es von mir, ich fahre mit den PDs auch mal in die erste Reihe. Mit den Waffenträgern traue ich mich das nicht wirklich, deswegen bleibe ich jetzt erstmal stehen. Und warte, was passiert. Und schade, der Partner fällt gleich. Wäre schön gewesen, hätte man getroffen. Dann wären wir über 1000 Schaden gekommen. Ich denke mal, so bleiben wir unter 1000 Schaden. Außer Mr. KV2 kommt nochmal vor. Was ich ehrlich gesagt bezweifle. Gut, wir kriegen Scouting-Punkte. Ja, D-Max ist auch nicht unbedingt schnell, obwohl er eigentlich kein Gewicht trägt. Das ist ja ein Cabrio.
aber es fehlt halt an Geschwindigkeit. Hallo? 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 Tastatur? Komm, D-Max, das kannst du auch treffen. Kleinen Furz zu hören. Das war's für uns. Danke, liebe Logitech G. Scheiße, was bist du? G213, dass du mir so in die Karten spuckst. Dass jetzt die letzten, weiß nicht, 4-5 Schuss wer daneben gehen mussten, ist genauso ärgerlich. Ja, was machen wir denn jetzt? Gucken wir zu, gucken wir nicht zu. Ich habe keine Ahnung. Ach, es leben noch zwei Gegner. Dann können wir das Ende noch angucken. Ja, ich denke mal, 1000 Schaden wären drin gewesen, hätten mir gerade nicht meine Logitech-Tastatur so voll dazwischen gehauen. Ich weiß auch nicht, was mein Rechner gerade für eine Macke hat. Momentan immer so kleine Aussetzer, so nach dem Motto, Mensch, ich könnte dich hier mal ärgern. Generell habe ich ja vor, man rechnet mal die Tage irgendwann mal wieder auf, vielleicht Windows neu installieren, generell mal so ein bisschen aufzuräumen. Ich muss auch mein Deckel mal erneuern. Da habe ich ja von Be Quiet einen neuen Deckel gekriegt. War ja ganz witzig. Eigentlich wollte ich nur einen neuen Knopf haben. Und die haben ja aus irgendeinem Grund einen Unterdeckel für die Lüfter zugeschickt, der teurer ist als der Hauptdeckel, wo der Knopf drin war. Und vor allem den Unterdeckel samt Elektronik, all drum und dran. Finde ich einen tollen Zug von Be Quiet, dass sie einfach so anstandslos einen neuen falschen Deckel geschickt haben. Aber sie haben halt einen neuen Deckel geschickt. Auch wenn es der falsche war. Aber ich habe jetzt hier auf Vorrat liegen. Mein Hauptdeckel habe ich mir quasi bei eBay neu gekauft und mein Gott, dann war es gut. Ich hatte auch noch Glück, dass es noch den Deckel gab. Also von daher bin ich gut abgesichert für die Zukunft, falls ich mal wieder einen Knopf. Ja, keine Ahnung, was mit dem Knopf passiert ist, der ist gebrochen und dann war es hinfällig. Nein, der 1S ist leider AFK. Der 1S, was machst du da drin? Was gibt's da? Jetzt wird's interessant. Ich denke mal nicht, dass der angeschissen kommt. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt zu unserer Base fährt, damit wir den Panzer so schnell wie es geht wieder kriegen, beziehungsweise das Endergebnis sehen. Oh! Mein Gott, es lebt! Hallo? Wo guckst du hin? Hallo? Hallo? Er reagiert auch. Das
hat man mitgekriegt, dass du auf K warst. So, gucken wir uns mal das traurige Endergebnis an. Hat ja gut angefangen mit den kaputten Schweden. Nee, Bulli ziehe ich hier nicht. Okay, so traurig ist es gar nicht. Doch, so traurig ist es, weil wir haben 8-mal geschossen, 4-mal getroffen, 4-mal getroffen, 3-mal durchschlagen. Das ist schon ein bisschen traurig. Dass die Quote von den Treffern nachher so abfällt, das ist ein bisschen blöd. Trotzdem 44.000 plus bei knapp 2.000 EP und es kommt immer in der Crew zugute, die ich den irgendwann mal entlassen werde, keine Ahnung. An sich brauche ich die nicht, die Crew, wobei ich kann sie hier reinschmeißen oder in den nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie gesagt, generell, ich mag. Oh, ich komme mit der Klasse nicht klar, beziehungsweise mit der Bauform. Das fing damals an mit der Badewanne, hin zum Nashorn, hin zum Emil. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, kein Bock mehr. Ich denke aber mal, den Borsig werde ich mir früher oder später mal kaufen. Und dann weiterfahren bis zur Grille, keine Ahnung. Ist aber noch lange, lange hin bis dorthin. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.